There's the slippery bastard now. No. God damn it! Mark Bishop, stop! LAPD! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Ja, dann fangen wir jetzt mal Bishop, den guten. Bleib doch stehen, du Hundesohn! Immer dieses Rumgerenne. We're trying to help you, Bishop! Part. Habt ihr ja gesehen, dass ich leider ein bisschen falsch lag, aber wir haben trotzdem Bishop, der sich hier an seinem Set versteckt hat. Ja, wenn wir ihm nur helfen wollen, dann sollte er doch stehen bleiben. Wir wissen sowieso, was ihr gemacht habt. It's us or McAfee's boys. Your choice. I didn't do anything. Diesem komischen Gerüst rumlaufen. Oh shit! Warum bricht es gerade bei mir zusammen? Ah. Nicht so aufschließen, Cole. Du weißt, was passiert. Bishop, that's enough! Dann die Füße zu packen. Oh, bleib doch stehen, du Hund. Der joggt, der kann nicht mehr. Und Cole, du warst bei der Armee. Du musstest das eigentlich nicht wissen. Don't make this any harder on yourself, Bishop. Wenn das jetzt schon so runterfällt und kaputt bricht und alles sowas, dann würde ich doch hier nicht so rumrennen, ey. Shit, shit. Hands in the air, Bishop! Move another inch and you're dead! Ah, sehr gut. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. Alright, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Oh nein, die schon wieder. You stay close. Any tricks and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Oh, wie viele? Wo ist Bukowski eigentlich? Christ, Detective, they're trying to kill me. Ja, last chance to back the hell down. Wo seid die Schweine? It's this way. Okay. McAfee doesn't make the rule. Kill them for God's sake! I don't want to die. Mach ich rote Fässer? There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. LAPD, you're making a big mistake. Kill a cop, and it's the electric chair. Come on, it's this way. Okay. Is this really the... Alter, snipern oder was? Oh, shit. Ah, scheiße, da habe ich wohl ein bisschen zu viel gewollt. Last chance to back the hell down. Come on, it's this way. McAfee doesn't make the rules. You hear me? So, jetzt haben wir mal eine andere Waffe. Sehr gut. Oh shit, oh shit, oh shit. Was ist das Schwein? Da oben steht er. Dreckshund. Noch mehr? LAPD, you're making a big mistake. Okay, komm McAfee. Quatsch hier. Bishop, McAfee ist ja der Böse. Is this really the... Falsche Seite, Cole. Na komm, ich geh doch so. Hoppla, ich wollte da nicht rennen.
hier ist er jetzt auch ganz runtergerutscht. Get him over here, I'll cover you. Come on, the cavalry's here. Sehr gut. Komm, Bishop, halten Sie durch. Das kriegen wir schon hin. Those barrels at the base of the elephant column. They're full of gasoline. Shoot them, quickly. For the love of God, how many are there? Was, worauf soll ich schießen? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Oh, bist du ein Engländer. Ach da. Sehr gut. Und das ganze Set bricht zusammen. Da verstehe ich aber nicht gerade. Follow me. We need to get him to the car. Weapons on the ground now. Wo sind sie denn? Oh shit. Clear, go. Hä? Was ist das Schwein? Ach, da oben. Das war ein sauberer Schuss. Ich hab dich gesehen. Ach komm, durch das Holz. Jetzt würde ich erzählen mit der Knarre. War's das? Alles klar. Get him to the car. I can cover you from here. You're almost there. Das sind die Bösen? Nee, das sind die Guten. Put your weapons down and your hands in the air. Ah, das Schwein gehabt. So, was ist das? Irgendwo ist noch einer. Wo ist denn der? Sehr gut, das war's. Ach, was eine Schießerei, ey. Uff. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statch rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You've developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. Befördert, obwohl wir eigentlich nicht so gut gehandelt haben. Was für der Idiot denn hier? Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap, didn't see you there. Yeah, I'll bet you didn't. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the two LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The Hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing, I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. Would you like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set.
Come on, Cole, you can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Oh Mann, was für ein Arsch. Ich finde den überhaupt nicht cool, den Typen da. Schlägt er erstmal diese arme Frau. Nur weil die mal ihre Meinung sagt. Ja. 3 Sterne, befördert. Morddezernat. Das heißt, wir haben auch einen neuen Partner. Da, gefundene Hinweise. Mir fehlen tatsächlich noch ein paar gefundene Hinweise und Fragen richtig beantwortet. Oh, waren ein paar, die ich verhauen habe, auf jeden Fall. Wärst du schneller im Apartment gewesen, hättest du McKay-Schläger eine Lektion erteilen können. Hä? Ach, weil ich wahrscheinlich... Jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass ich, zuerst diese komische Type da fertig gemacht habe und dann, oder weil es da so komisch gefailt hat, weil Bakowski einfach mal da so eine ganze Weile rumgestanden hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 3 Sterne, 2 fehlen, macht nichts. Wir machen weiter. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table. And the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Okay, dann wollen wir mal. Das ist der Partner von Floyd Rose. You have the address. It's been all over KGPL. It's off Temple Street,
between Belmont and Glendale. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the cop who caught her. Ich bin mal gespannt, wie der so ist, weil er weiß ja, dass wir so ein kleiner Streifenpolizist waren und er hat uns ja gesehen. Aber sein Partner ist nicht mehr da. I'd rather you took the wheel. Okay, gut. Wollen wir mal das Eis brechen und seine Wünsche. Ne? Ihr wisst schon. What happened to Rose? Parker wants the chief job. Word is it's either going to be him or Thad. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Ja, mag uns nicht wirklich. Und ich habe ja am Anfang gedacht, dass Floyd Rose vielleicht doch in irgendeiner Scheiße drin steckt. Vielleicht ist er deswegen verschwunden. Wer weiß. Und ich glaube, der andere ist auch nicht so sauber. Crime scene is just up the dirt road, detective. Alles klar. Wir fahren da mal hoch, würde ich sagen. Wir sind ja schon das letzte Mal gelaufen. Mir wird Bukowski aber trotzdem fehlen. Gucken, ob wir uns anfreunden können mit ihm. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Ach du Heilige. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht auspixeln muss. Ich bin echt gespannt. Du bist Rusty, ne? Rusty Galloway, oder habe ich ja mitgekriegt. Wir sind vom Verkehr jetzt zum Mord. Ja, dann werden wahrscheinlich Sitte und Brand noch kommen. Wir machen das schon, Rusty. Ich werde hier keinen Ärger machen. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, Detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Ja, schauen wir uns erstmal um. Erstmal Indizien sammeln und dann schauen wir mal. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Hier sind auch noch Reifenspuren. Ja, hier hat er sie geschlagen. Das haben wir ja gesehen. Haben sie was entdeckt? Guck mal hier, ist das nicht wichtig? Sieht aus wie Unterwäsche. Aber anscheinend doch nicht.
Ja, Rusty, was hast du gefunden? Okay, eine Haarbürste oder ein Spiegel? Ja, eine Haarbürste. Und die Handtasche der Frau. Mal gucken, was da drin ist. Lippenstift. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Ja. Der wurde nicht benutzt. Na gut. Was liegt hier hinten? Was ist das? Eine Weltkugel? Looks like some kind of puzzle or parlor game. Das sollte ja nicht so schwer sein. Das muss ja nur passen. Okay, das unten kann ich gar nicht drehen. So, das passt schon mal. Oder auch nicht. Das ist ja einfach, sagt er und... Das ganz unten kann ich nicht drehen, also muss das nach da drüben. So. Nee, warte mal, das muss... Das gehört da unten hin. So, das passt. Man hat es auch geklickt. Klick. Das ist doch gar nicht so schwer. Man muss nur auf das Klicken hören. So, als wenn man ein kleines Zahlenfahrradschloss öffnen möchte. Das klickt auch, wenn es richtig gemacht ist. Ah, guck mal, ein Feuerzeug mit... Ja, Geheimfahr. Why steal a table lighter? Vor allen Dingen, ja, warum? Weil der cool ist wahrscheinlich. Um den erstmal aufmachen zu müssen, ne? Ist eine coole Sicherung auf jeden Fall. Interessant, interessant. Was nicht alles gibt. Was ist das? Optimistic Call. Zigarettenstummel. Das muss man nicht anfassen. Dann auch noch ohne Handschuh. Halt. Guck mal hier. Eine Theaterkarte. I doubt it. Okay, gehört nicht dazu. Und was liegt da noch? Ein Streichholzpäckchen, was? This doesn't pertain to the case. Ach, nur Müll. Gut. Sonst nichts? Dann gucken wir uns mal die Frau an. Ich bin echt mal gespannt. Ich würde das mal nachrecherchieren, ob ich das, das so zeigen kann. Could be the head injuries. She has been badly stalked. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. Die hat auf jeden Fall, sind die Fingernägel ganz schön kaputt und sie ist ganz schön zusammengedroschen worden. Man hat ja gesehen, er hat sie ja mit einer Radmutter. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Genau, wollte ich gerade sagen, mit dem Radmutterschlüssel. Alter, warum nur? Ich verstehe nicht, was in solchen Leuten auf sie draufgetreten hat, auch wie man da sieht. Oh. Interesting. Das muss ich nicht vorlesen. Stand da unten, ja. What about this wound on the finger? Something removed, a ring most likely. I assume it was taken postmortem. Eieiei, die arme Frau. Die arme Frau. Auch wie der Reporter sagen oder sagte, auch wenn es the writing on the victim mean? BD, like Dahlia? Tex, your guess is as good as mine. Could be something to it, or could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bomba? Man could die of thirst in a case like this. Ja, würde ich auch sagen. Nee, was ich meine, der Reporter hat ja gesagt, ne, Gerechtigkeit und so, blablub. Ja, auch wenn's Frauen der Nacht sind, ich werde jetzt nicht die anderen Wörter sagen, das ist auch ein Job. Ja? Wie jeder andere auch. Ich möchte nicht fahren. Das kannst bitte du machen. Rusty.
Achso, dein Partner kann jetzt nicht fahren. Okay, gut. Bamba Club. Wie gesagt, das ist ein Job wie jeder andere auch. Ne? Man muss ja nicht jeden Job mögen, ne? Aber es gibt sie halt, ne? The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. I've been working evidence in BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note and a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Stubbs. A guy opens his mouth again after 6 months of stoom. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Das macht die Sache immer schwierig. Fahren und lesen. Deswegen fahre ich meistens auch immer ein bisschen behutsamer, wenn die dann im Gespräch sind. Da finde ich das immer besser, wenn man dann die ganze Fahrt skippt. Alter, Mann. Go right through here. Okay. Die Einfahrt verpasst. Hey. Ja. Hallo? Fahren Sie einfach zu, ich verstehe es nicht. Krass. Aber hier muss ich rein. Ist doch hier, ne? Oder auch nicht? Doch. Bamba Club. Cocktails. Nicht so einladend aus, ne? Könnte echt mal die Scheiben geputzt werden. Aber bevor wir da reingehen, Freunde, würde ich sagen, ja, Rusty. What do you think? Bartender Phelps, go. Then I can get a drink. Ach so, auch deswegen kannst du nicht fahren. Ja, klar. Aber ich denke mal, ich hoffe, Rusty wird uns nachher auch mögen. Ich meine, Mikowski war ja von Anfang an gleich so der Typ, der gesagt hat, komm, ich zeig dir das alles und wenn du Fragen hast, frag mich und so. Er ist so ein bisschen, ja, natürlich, ne? Alter Hase und so, aber hinten und her trotzdem, wenn man einen neuen Partner hat. Ich sage immer so, man ist nur ein guter Lehrer, wenn man das Wissen, was man hat, auch gut weitergeben kann und nicht gleich den Anfänger so ein bisschen runterstuft, wie du bist der Anfänger, bla bla bla. Aber so sei es, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich mache einen kleinen Videoschnitt und dann, ja, bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Eine Bewertung wäre cool, ne? Auch wenn ich, wie gesagt, mal wieder unregelmäßig dabei bin, aber es hat ein paar andere Gründe. Aber naja, ich schau mal, ich mache das Beste draus, das Projekt hier so ein bisschen auch cool rüberkommen zu lassen, sodass man dann auch ein schönes Detektiv-Erlebnis hat. Also Freunde, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.